Ja, hallo zusammen, hier ist die Chrissy. Ja, die gute Nachricht zuerst. Petra Timmermann ist wieder frei, das heißt, sie ist zu Hause, gut angekommen. Ja, und jetzt möchte ich mal klarstellen, was überhaupt gewesen ist, warum Petra inhaftiert wurde. Jetzt gehe ich ja nochmal davon aus, dass einige von euch die Seite www.petratimmermann.de kennen, beziehungsweise auch ihren YouTube-Kanal Petra Timmermann. Und da sind ja nun einige Videos eingestellt von ihr. Das kann man also so ein bisschen auch nachvollziehen. Es ging in erster Linie um die GEZ. Und zum Schluss, letztendlich, weil sie sich ja auch lange, lange gegen diese ja, Zwangszahlungen geweigert hat, hatte sie dann einen Termin beim Gerichtsvollzieher bezüglich einer Vermögensauskunft. Und dort war sie ja. Ich weiß nicht, ob dieses Video, sie hat auch eine Tonaufnahme erstellt, ob dieses Video bei ihr jetzt noch im Kanal finden ist. Aber ich glaube schon, sie hat sich nicht geweigert, diese abzugeben, sondern von dem Gerichtsvollzieher halt verlangt, er möchte ihr die rechtlichen Grundlagen für sein Tun darlegen. Das hat er ja nicht gemacht, nicht gewollt, nicht gekonnt, wie auch immer. Naja, dann kam es zu einem zweiten Termin. Sie sollte doch endlich die Vermögensauskünfte erteilen. Ansonsten droht er ihr, sie in die JVA zu stecken. Naja, Petra ist dann hingegangen. Sie hat den Termin also wahrgenommen. Was sie da jetzt im Einzelnen mit dem Gerichtsvollzieher besprochen hat, kann ich noch nicht sagen, aber ich kann das später nachsetzen. Petra muss sich jetzt erstmal wieder von dem ganzen Übel, sag ich jetzt mal, erholen. Das wird sie auch recht schnell, wie ich sie kenne. Ist eine starke Frau, also super toll. Naja, wie gesagt, sie hat sich nicht geweigert, die Vermögensauskunft zu erteilen, sondern feststellen wollen, ob das, was der Gerichtsvollzieher da durchzieht, überhaupt rechtens ist. Und das hat er dann also wieder nicht gemacht. Das können die auch nicht, wollen die auch nicht. Aus verständlichen Gründen, sage ich mal. Dann sind sie nämlich ratzfatz ihren Job los und verdienen kein Geld mehr. Aber naja, wie gesagt, das war der Grund. Also sie hat sich nicht geweigert, die Vermögensauskunft abzugeben, sondern sie bestand lediglich darauf, dass man ihr die gesetzliche Grundlage dafür liefert. Das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt nochmal hier von mir gebe, dass alle jetzt den Sinn verstanden haben. Und die Petra schätzt sich mal so ein, dass sie später dann auch so ein bisschen über diese Sache berichten wird. Vor allen Dingen auch, wie es da in dem Frauenknast war und so weiter. Also ein bisschen was habe ich ja schon von ihr gelesen. Es wird mit Sicherheit recht spannend. Also jetzt auf diesem Wege auch nochmal Hallo Petra. Wir freuen uns alle, auch hier im Verteiler speziell, wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Und ich hoffe, wir hören uns vielleicht heute Abend noch im Mambel. Ja, und der eigentliche Grund für Petras Freilassung war, dass sie im Knast bei einer Gerichtsvollzieherin die Vermögensauskunft geleistet hat. Hätte sie das jetzt noch nicht getan, oder überhaupt gar nicht getan, dann wäre die Bestrafung oder beziehungsweise die Haftzeit hätte sich dann verlängert auf 6 Monate. Und das erlaubt sich unser System. Also, selbst wenn euch das mal passieren sollte, ihr wollt halt eben diese Vermögenskünfte da auch nicht erteilen oder wollt auch, wie Petra ja, diese rechtlichen Grundlagen dafür dargelegt bekommen haben. Es geht so weiter und euch droht man auch praktisch mit einer Inhaftierung. Das kann natürlich passieren. Ihr seid dann meinetwegen eine Nacht im Knast. Ist ja auch mal nicht schlecht, so einen Knast von innen zu sehen für einen Tag. Und dann am anderen Tag, wenn ihr dann praktisch das da unterschreibt, diese Vermögensauskunft erteilt, ja, werdet ihr wieder freigelassen. So, bin gespannt, was noch kommt. Bis später. Ciao.